Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr lieben, lieben, lieben Menschen da draußen. So, wir wollten ja wissen, wie es weitergeht hier im Schlafzimmer, ne? Ein Gehstock. Okay. Entschuldige, konnte nicht schlafen, das Bein hat wieder Ärger gemacht. Ach so, deswegen humpeln wir. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum wir humpeln. Ah, toll. Ein Humpelheini in einem Gruselspiel. Oh, toll. Bevor ich da reingehe... Oh, ich weiß nicht, was ist denn das? Eine Kerze, gut. Bevor wir Humpelheini da reinschicken, gehe ich erst in den Keller. Wir gehen erst hier hin. Oder doch lieber erst in den Keller? Na komm, jetzt sind wir schon hier. Abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie mir das gefallen soll, hier so ein... Hallo? 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 Warum so viel rosa? Oh, hallo. Puppen sind Kacke. Jedenfalls in solchen Spielen. Ich habe immer gerne mit Puppen gespielt, aber... Die Kopflose da, die gefällt mir zum Beispiel gar nicht. So. Bauklötzchen, Malstifte. Oh, süß, ein Bild. Mama, Kind und Papa, aber da sehen wir kein Humpelbein. Schon Sünde, das mit seinem Bein, ne? Ach, Mann. Eine Schleife. Okay, dann haben wir hier ein Kinderzimmer. Oh, wie alt. Hübsch. Schön. Puppenhaus. Ich wünschte, die wäre offen. Also nur um das nochmal zu erwähnen, ich sage nichts gegen Menschen, die Behinderung haben oder so, aber wir sind hier zum Glück nur in einem Spiel und ich finde, da darf ich mir schon gerne mal so ein... Der sieht aber lustig aus. Darf ich mir das schon gerne mal rausnehmen, mir so einen Quatsch zu erzählen. Der ist ja süß. Gimli! Da gehe ich noch nicht rein. Wir gehen jetzt in den Keller allein. Gibt es hier einen Lichtschalter? Sehr staubig hier alles. Puh, du blöde Ratte! Oh, du Sack! Hätte man eigentlich mit rechnen müssen, oder? Okay. Noch geht's mir eigentlich relativ gut. Vielleicht sollten wir uns erstmal Raum für Raum anschauen. Du blöde Ratte! Das war so kurz so... Okay. Was ist das mit den ganzen Puppen hier? Das ist doch... Ich gucke übrigens nicht böse, ich gucke konzentriert. Papier! Lesen. 3, 4, 5, 3.
Schreiben 4, 2, 3, 4, Mathematik, Wissenschaft, Gesundheit 3, 4, 3, 5. Sport vom Unterricht entschuldigt, Notendurchschnitt, okay, das ist ja so lala, ne? Ist ja nicht so gut. Ist das unser Zeugnis oder ist das das Zeugnis unseres Kindes? Okay, da wir diesen Raum ja jetzt abgeklappert haben, können wir auch gerne in den nächsten gehen. Abgeschlossen. Schade. So, dann husch mal hier durch. Habe ich hier irgendetwas übersehen? Okay. Ja, mit Treppen tut er sich wirklich sehr, sehr schwer. Aber ist ja klar. Also wir haben jetzt die Wahl zwischen diesem Raum hier oder wir gehen einmal noch nach oben. Ich glaube, wir gehen doch erst nach oben, quälen uns nochmal die... Oh, Sünde, wie er die Treppen hocheiert. Das ist doch Kacke. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen nochmal nach oben in diesen Raum. Bevor ich nach unten gehe. Ist das Blut oder ist das Wein oder was ist das? Es ist abgeschlossen, es ist abgeschlossen und für sowas mache ich mir solche Gedanken? Ehrlich? Toll, also haben wir keine andere Wahl und wir müssen da unten rein. Toll, und dafür jage ich diesen armen alten Mann wieder da die Treppen rauf oder was? So, mach mal zu hier die Tür. So schlimm sieht es hier gar nicht. Aus. Was ist das? Jetzt weiß ich auch, warum wir nicht in die Hocke gehen können. Natürlich, wenn man ein Holzbein hat, geht's nicht. Was ist das denn? Ist sie tot oder? Ja, ich denke mal, sie ist tot, oder? Wow. Was für eine düstere Seite dieser Mann hat. Schon wieder. Welch düstere Seite. Pinsel. Acrylfarben? Waren das damals schon Acrylfarben? Wieder Orden, Abzeichen. Pergamentrollen oder auch nur Papierrollen. Okay, ich habe Farbfläschchen, noch mehr Farbfläschchen. Oh, so viele Pinsel. Aber wenn er einen bestimmten braucht, wie will er dann den richtigen da rausfinden, heraussuchen? Was? Get it right this time. Get it right this time. Warum ist der denn so düster? Was ist denn hier los? Verdammt nochmal. Verloren. Du verdienst es. Beende es. Verloren. Du verdienst es. Beende es. Okay. Na komm. Leer. Ich glaube, wir haben jetzt an dieser Stelle das Spiel getriggert. Hallo? Kann ich das anmalen? Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Oh, es sieht so schön aus. Da kommt bestimmt jetzt irgendwas, wenn wir hier rausgehen. Ich bin.
Lal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 
Okay. Ich hoffe, ich werde es nicht brauchen. Ich sagte gerade, ich hoffe, ich werde es nicht brauchen. 09.06. 0. 9. Drei Zahlen. 9.6. Das sind, oder? Ja, das glaube ich gar nicht. Ich will gucken gleich. Ich schaue mich hier erst einmal. Ah. Ja, schon viel besser. Ernsthaft? Merkt euch das Datum. Dann kriegt ihr die Zahlen auf dem Bild. 548. Okay. Oh Gott, echt. Das Ding ist, man freut sich wirklich über jede einzelne Lichtquelle. 548. Und nehme mir noch einen Zettel und einen Stift. So. Past holds back. Look closer. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Never forget. Aber ich muss gestehen, bis jetzt geht es mir wirklich gut. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas immer sage, weil wenn ich sowas sage, dann kommt gleich wieder irgendwas. Aber ich liebe das Gefühl. Also ich bin wirklich auf den Geschmack gekommen. Das ist jetzt mein zweites Horrorspiel und ich bin so auf den Geschmack gekommen, mich zu gruseln und zu ängstigen. Hallo, schöner Schaukelstuhl. Also wir haben eben den Ring gesehen. Oh, ich finde den Schaukelstuhl jetzt nicht so gut. Wir haben eben definitiv den Ring gesehen, den wir unserer Frau Gemahlin gegeben haben, als wir ihr einen Antrag gemacht haben. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt, schon wieder. Zum letzten Mal, du hast in diesem Raum nichts verloren, selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Hat er das an jemanden, an irgendjemanden, der da arbeitet, geschrieben? Ich vermute es stark. Geh mal richtig zu, du sollst zugehen. Ich finde, es ist irgendwie ein bisschen schwierig hier mit dem Lenken und so. Hallo? Warum wippelst du denn nicht mehr? Mauserfalle! Oh. Ein Kopf an der Wand. Lichtschalter. Gibt's jetzt nicht mehr. Okay. Aber ich hätte gerne einen. Oh, das ist ein cooler Globus. Oh, so einen hätte ich wirklich sehr, sehr gerne. So ein richtig altes, hübsches, antikes Teil. Hallo Hirsch. Das ist total toll gemacht in diesem Spiel. Ich meine, guckt euch das mal an hier, diese ganzen Effekte. Wow. Ich freue mich immer. Domino. Das Bild gucke ich mir gleich an. Nicht, dass er sich jetzt das Bein dran verbrennt. Es hängt eine Puppe da dran. Schön. Ich will da eigentlich gar nicht hingehen. Hallo Puppe.
Herzschlag, Herzschlag, denke ich an mein Herz. Schön. Ich wusste doch, da kommt wieder irgendwas. Ich hätte gerne bitte Licht. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambitionen. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Ratet noch einmal. Als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Oh, süß. Das ist total süß. Wobei ich in diesem. Ja, ich bin immer eine Meckertante. Wobei ich persönlich in diesem Brief nicht alles mit der Musik oder so, sondern. Ich hänge mit dem Bein fest. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Oh. Staubmäuse selbst in meinen Lungen. Grotesker Ungezieferdreck. Es gibt noch mehr. Okay. Schön, hier ist ein Lichtschalter. Leck mich doch am Arsch, du Sch. Dem Kaninchenbau herunter? Nö, ich gehe da nicht wieder runter. Das kannst du aber mal ganz knallhart vergessen. Verdammt nochmal. So, ich bleibe jetzt hier stehen für immer und ewig. So, wie es nächstes Mal weitergeht im Kaninchenbau der Hoffnung, sehen wir in der nächsten Folge von Lies of Fear. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich bin gespannt, was noch auf uns zukommt. Ich sag mal Tschüss.